Hello again, hier bin ich wieder, deine Sandra, mit einem neuen Orakel für dich. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass du zuschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, und an dieser Stelle auch immer wieder ein allerherzlichstes Dankeschön für euer Sein. Egal, was ihr macht, egal, was ihr tut. Ich bedanke mich aus ganz tiefstem Herzen. So, jetzt möchte ich einfach mal von der geistigen Welt wissen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, um welche Situation geht es und was ist genau jetzt zu tun? So, um was geht es? Oh, es geht um den Herzensmenschen und das Glück und den Erfolg mit ihm. Okay, wen wundert? So, darum geht es. So, was sind deine Schwächen? Okay, da haben wir den Page der Münzen und da kommt mir direkt rein, dass du halt ein sehr ernster Mensch bist und auch ein sehr bedachter Mensch und auch ein Mensch, der der alles halt auch so ein bisschen sicher hat, ne? Sicherheit, safe hat, möchte wissen, wo dran er ist und so weiter. Ich muss mir mal schnell was aufschreiben, damit ich es nicht verpeile nachher mit den Stärken und Schwächen, weil ich möchte es natürlich auch auf ihn legen. Ich weiß, verurteilt mich bitte nicht. Ihr wisst, Verurteilungen sind abseits des Bewusstseins. Ganz weit weg. So, also, genau. Und weil das jetzt hier als Schwäche liegt, geht es natürlich darum, weil diese Eigenschaft selber ist ja per se nicht, schlecht, logischerweise. Aber es geht auch darum, dass man hier, wenn es hier auf dem Posten der Schwäche liegt, dass es darum geht, dass man vielleicht zu früh, zu schnell den Status Beziehung haben möchte, will, aber auch braucht, weil es ja hier auf der Position der Schwäche liegt, ne? Das heißt nicht, dass es im Gegenteil, ne? Das ist natürlich schön, wenn man irgendwie alles gleich ihrs absafen will, sicher haben will und so weiter. Aber wenn es halt um die Liebe geht, dann kann man nicht wirklich bestimmen, ob etwas jetzt safe ist oder nicht, weil Liebe muss halt wachsen und gedeihen. Und dafür braucht es eigentlich Geduld. Und ja, vielleicht bist du auch ein geduldiger Part, aber ne, wie gesagt, wir haben es halt als Schwäche hier liegen und das bedeutet, dass man es vielleicht zu sehr vom anderen abhängig macht. Und oder immer auf ein gutes Angebot bedacht ist und oder ob man vielleicht auch immer so schaut, naja, wird es überhaupt was, kann es überhaupt was werden? Und man vielleicht auch die Umstände zu sehr kontrolliert und abwägt, ob es überhaupt was werden kann oder sein kann und oder ob man vielleicht genau da ein bestimmtes Beuteschema hat. Ich sage jetzt Beuteschema in Anführungsstrichen, das heißt nicht, dass du hier auf Teufel komm raus suchst, sondern immer nur auf bestimmte Menschen, wo du sagst, okay, der hat dies, der hat das, der hat jenes, da könnte ich mich drauf einlassen, ne? Weil es halt auf dem Posten der Schwäche liegt. Dass das, was scheinbar gut ist, in diesem Falle in Bezug auf den Herzensmenschen doch nicht so gut ist. So, wir schauen auf deine Schwäche, auf deine Stärke, sorry, deswegen habe ich mir nämlich gerade aufgeschrieben. Ja, was ist deine Stärke? Okay, du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst, du bist dir selbst sehr bewusst, aber du bist halt auch in der männlichen Polarität.
muss jetzt per se nichts Schlechtes sein, aber in Bezug auf die Schwäche kann es einfach sein, dass man hier zu entschlossen und zu selbstsicher hier schaut, was kommt in Frage und was kommt nicht in Frage. Wem kann ich mich eigentlich hingeben? Wen will ich überhaupt? Ne? Und das wiederum ist ja per se auch nichts Schlechtes, beziehungsweise es liegt hier als Stärke. Aber ne, wir müssen es ja kombinieren. Und das heißt, wenn man hier entschlossen ist auf etwas, was vorausgesetzt wird, dann könnte es im Prinzip negativ sein. So, wir schauen jetzt aber mal, wie es weitergeht. Ich nehme nachher sowieso noch Klärungskarten, weil da möchte ich natürlich auch noch tiefer gehen und tiefer schauen. So, wie geht es weiter? Da passen auch zwei Karten. Okay, oh wow. Hier haben wir die Hohepriesterin und wir haben das Ast der Schwerter. Das heißt, es wird auf jeden Fall für dich so weitergehen, dass du ins Gefühl kommst, ne, dass du hier vielleicht von deiner scheinbaren Schwäche oder erstmaligen Schwäche ins Gefühl kommst, ne? Die Hohepriesterin steht für das Gefühl, für die Intuition, für die weibliche Polarität, für die Fürsorge. Sie steht aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, für die Seelenverwandtschaft, für die Seelenpartnerschaft, ne? Und weil wir hier den Herzensmensch haben und die Sonne als Wunscherfüllung und aber auch als Erfolg zu sehen, aber man sich halt erst auch noch von gewissen Themen befreien muss. Und das wären zum Beispiel hier dieses Fokussieren auf gewisse Dinge, die du einfach voraussetzt in einer Beziehung, in einem Menschen, auch in dem Fall dem Herzensmenschen, was vielleicht auch der Grund ist, aber da lege ich jetzt nochmal die Klärungskarten, warum es vielleicht noch nicht so weit ist, ne? Aber da geht dir ein Licht auf und diese Erkenntnis bekommst du auch. Und es ist wunderbar hier an dieser Stelle, weil die Hohepriesterin ist einfach das Gefühl, die Leidenschaft und dieser auch zu folgen, beziehungsweise die weibliche Polarität, die Krise, die jetzt verstanden werden will, durch die Intuition, durch die Geduld, durch das Verständnis der Problematik. Und genau, und das wiederum ist ja wunderschön. So, ich lege das hier mal auf die Seite, weil ich möchte mit anderen Karten jetzt auch gleich noch auf seine Position schauen. Aber ich möchte hier erst noch mal Klärungskarten auf den Herzensmenschen, auf die Wunscherfüllung, und da fällt der Stern. Also Leute, schöner kann es nicht sein, ehrlich gesagt. Wir schauen auf die Schwäche. Tja, das in Kombination mit dem ist natürlich auch wieder dieses, man möchte gleich mit den gesamten Voraussetzungen halt in die Wunscherfüllung gehen, was aber halt nicht passieren kann, wenn man nicht im Gefühl ist und sich dessen auch bewusst ist. Ja, da haben wir es bei den Stärken, da haben wir halt diese verstandesorientierte Entscheidungs Art, ne? Also in der männlichen Polarität, man ist motiviert, man ist entschlossen und agiert halt eben auch selbstbewusst, aber auch aus dem Verstand heraus, weswegen hier ja das Glück noch auf sich wartet, weil man ja hier sozusagen erst noch in die ja in das Verständnis dessen kommen muss. Und da haben wir dann auch noch die Mäuse mit der Verlustangst. Auch hier agiert man als Gesamtbild gesehen natürlich, agiert man hier aus dem Kopf heraus, aus dem Verstand heraus, zwar selbstbewusst nach außen, aber aus dem Kopf heraus durch diese Verlustangst, weswegen man hier auf dem Posten der Schwäche sozusagen etwas immer gleich absichern will, absichern muss, beziehungsweise auch ein bestimmtes Beuteschema, wie ich vorher schon sagte, hat, ne, wenn man schaut, was arbeitet der und was ist sein Status sozusagen, ist der abgesichert und so weiter, weil man sich selber auch so ein Stück weit absichert, ne? Bei der Münzenergie geht es ja auch immer um das Absichern,
und vor allem um das gute Angebot, ne? Das heißt, man schaut halt schon, was für einen Status hat der andere, wo steht der aktuell, hat der sich schon was aufgebaut, steht der mit beiden Beinen fest im Leben und so weiter. Und wenn das nämlich nicht so wäre oder ist, wäre das vielleicht sogar ein Abturn sozusagen oder ein kommt gar nicht erst in Frage, weil man halt auch nicht in diesem Vertrauen ist, dass sein Status mit dir oder eurer Liebe gar nichts zu tun hat. Und das wiederum ist die Hohepriesterin, die einfach die Intuition hat, die genau weiß, dass man das nicht braucht, weil wenn man es nämlich braucht, ist man noch in dieser Ebene oder in dieser Phase, wo man den Schutz bzw. die Sicherheit in der Liebe im Partner sucht, was natürlich nicht der Fall ist. Und dieses Licht wird dir hier mit dem Ast der Schwerter aufgehen, sozusagen. Es kommt wie ein Geistesblitz und du verstehst genau das und kommst sozusagen in dein Gefühl und auch in deine eigene Authentizität dessen und kannst dann endlich deiner Leidenschaft folgen und nicht diesen Vorstellungen aus dem Kopf und aus dem Verstand heraus. So, ja, und was haben wir hier auf der untersten Seite des Kartes als gesamte Überschrift? Da haben wir das Rad des Schicksals. Also ich meine, dazu braucht man gar nicht mehr viel sagen. Es ist eine schicksalshafte Veränderung, die endlich loslegen will in deinem Leben. Beziehungsweise dieses Wissen oder diese Erkenntnis ist einfach hier wichtig, was mit dem Herzensmensch zu tun hat und der Klarheit dessen und der Heilung natürlich auch. Ne? So, jetzt schauen wir mal. Also, ne, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann möchte ich auch gleich nochmal auf ihn legen, beziehungsweise auf seine Situation. Oder das ist ja so die allgemeine Situation und aber auch dein aktuelles Thema, ne? Der Erfolg, beziehungsweise die Wunscherfüllung mit dem Herzensmenschen. Das haben wir jetzt durchgekaut und jetzt gehe ich rüber auf seinen Posten, muss jetzt aber die Lenny-Karten dazu nehmen, weil ich ja aktuell nur die Erlaubnis von diesem Kartendeck habe und deswegen leider kein anderes benutzen kann. Langes Thema, wer jetzt neu dazugekommen ist und darüber noch nicht Bescheid weiß, es liegt an den Nutzungsbedingungen und so weiter, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. So, wie ist die Situation deines Gegenübers aktuell? Okay, da sind drei Karten gefallen. Tja, da haben wir auch einmal die Sicherheit, zwar in der weiblichen Polarität, aber trotzdem haben wir hier die Sicherheit, beziehungsweise dieser jemand ist sehr weiblich in Bezug oder hat sehr viele weibliche Eigenschaften in Bezug auf das Fürsorgliche, Fürsorge, Geben, Nehmen, Verständnis, Mitgefühl und so weiter. Kann auch sein, dass es hier ein Mutterthema ist bei ihm, wo er das Gefühl hat, die Verantwortung für alles und jeden zu tragen. Aber wir schauen weiter. Ja, dann haben wir hier die Waagschale. Okay. Die Entscheidung, die innere Harmonie und wir haben den Hierophant. Der Hierophant steht ja auch so in dieser Kon also in dieser Verbindung jetzt auf jeden Fall auch für die moralische Strenge diesbezüglich, was ich gerade eben sagte, ne? Also dieser Mensch übernimmt die Verantwortung oder für etwas oder jemanden und ist auch so ein bisschen so der Aufpasser, der Verantwortungsbewusste, der Pflichtbewusste. Aber es geht auch darum, eine Entscheidung zu treffen bei ihm. Jetzt schauen wir uns mal die Schwächen an, weil dann kriegen wir nochmal ein gesamtes, ein besseres Bild. Auf jeden Fall ist er sehr verantwortungsvoll und pflichtbewusst, das kann ich schon mal sagen, aber dennoch steht eine Entscheidung bei ihm an. Jetzt schauen wir uns mal die Schwächen an.
Die Acht der Münzen. Die Acht der Münzen ist auf jeden Fall etwas, was man sich aufbaut. Es hat auch ganz, ganz viel mit Sicherheit zu tun. Es geht auch darum, dass hier jemand sozusagen am Ball bleibt dessen, was ihm wichtig ist. Weil es jetzt hier als Schwäche liegt und wir auch hier in der Situation, in der Gesamtsituation eine Entscheidung haben, könnte man jetzt davon ausgehen und das auf dem Posten der Schwäche, dass er an etwas dran bleibt aus Verantwortungsgefühl, Pflichtgefühl, was aber mittlerweile vielleicht gar nicht mehr stimmig ist und deswegen auch einer Entscheidung bedarf. Jetzt schauen wir mal auf seine Stärken. Die Königin der Stäbe. Also, das könnte jetzt einerseits ein Indiz auf ihn sein, dass er sozusagen in der weiblichen Polarität die Leidenschaft schlechthin ist, die Impulsivität, das Lebendige, die Abenteuerlust, die ja auch so die Leidenschaft bei allem und aber auch, ja, wie soll ich sagen, sehr zielbewusst, sehr selbstbewusst, auch über sich selber, der weiß, was er will, der weiß, was er hat, der weiß, was er kann und der ist auch sehr feurig, sehr leidenschaftlich. Könnte jetzt auch ein Indiz dafür sein, dass er ein Feuerzeichen ist und wenn er das nicht ist, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr lebendiger Mensch, der auch weiß, wie man sich seine Wünsche erfüllt, sagen wir es mal so, und das auch noch in der weiblichen Polarität beziehungsweise in den weiblichen Eigenschaften, dass er halt auch sehr fürsorglich ist, passt ja auch dann mit seiner Situation, weil dann hätten wir halt auch so das Feuer, das Lebendige, aber auch das Verantwortungs- und Pflichtbewusste in dieser Person. Und das ist auch seine Stärke, ne? Das kann also sein. Und jetzt schau dir mal in der Spiegelung an, was deine Stärke ist. Da haben wir die weibliche Polarität in der Lebendigkeit und bei ihm ist es die weibliche Polarität. Also hier sieht man schon, Männlein und Weiblein kommt zusammen oder kann sich gut, wie sagt man schon das Wort, ich komme jetzt nicht auf das Wort. Weibliche und männliche Polarität oder Posten sind verschmolzen bei euch. Ne? Einer von euch ist der weibliche oder der männliche Part. Aber, und jetzt kommt, beide sind aber auch in ihrem Feuer, in ihrem Element. Das bedeutet, jeder für sich hat seine bestimmten Vorstellungen, die er auch erwartet oder sich holt. Ne? So weitergeschaut. Ne? Also beide wissen, was sie wollen und das nehmen sie sich auch. Okay? Also bei dir war es zum Beispiel dieses Statussymbol, was dir wichtig ist oder die Voraussetzungen, die dir wichtig sind und bei ihm sehe ich halt so die Verantwortung, die er sich aufbeugt oder auferlegt sozusagen. Die nimmt er auch ernst und die macht er aber auch mit Leidenschaft. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass er hier irgendwie leidet darunter. Und dennoch geht es aber um eine Entscheidung bei ihm. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen zwiespältig. Ja, wie geht es weiter bei ihm? Okay. Es geht bei ihm auf jeden Fall so weiter mit extremem Kopfkino, schlaflosen Nächten, schlechten Gewissen und so weiter und alles, was dazugehört. Und er wird sich bei dir wieder melden, würde ich auf jeden Fall so sagen. Wir haben hier den Ritter der Kelche. Das bedeutet, der kommt auf dich zu, der meldet sich bei dir, der ist verliebt. Ist halt eben auch sehr, sehr gefühlvoll, logischerweise, mit dieser Karte hier. Und weil der halt so Kopfkino hat und schlechtes Gewissen und dich womöglich auch vermisst, wobei er aber hier ja weiß, dass er eine Entscheidung zu treffen hat, aber sein Gefühl
Man kann es jetzt drehen und wenden, wie man will, ne? Hier geht es um eine Entscheidung und man hat hier halt zwei Diskrepanzen sozusagen. Man hat hier einerseits das verantwortungsvolle Gefühl, was er zu erledigen hat und was immer das jetzt auch sein mag, ne? Es kann zum Beispiel sein, dass es um eine Dreierkonstellation geht bei ihm, dass er in einer Beziehung ist, wo er die Verantwortung übernimmt und weiß, dass er sich jetzt entscheiden muss, weil man sieht ja auch hier, dass er dich ja auch vermisst und diesbezüglich sogar schlaflose Nächte hat und dass er sich auch bei dir wieder melden wird, weil hier einfach auch mehr dahinter steckt mit dem Hierophant, ne? Das ist so eine tiefe Verbindung zu dir, aber er am Ball auch bleibt, weil sonst wäre die Entscheidung nicht hier, ne? Jetzt schaue ich aber mal mit den Lenny-Karten noch als Klärung. Tja, ne, da geht es um eine Entscheidung, was einen Neubeginn betrifft bei dir oder mit dir, ne? Klar, so wie es hier liegt. Ja, was haben wir hier noch bei seiner Schwäche? Ja, das ist halt auch so Zielstrebigkeit, ne? Was man sich einmal vorgenommen hat, das zieht man auch durch. Aber genau das möchte gehen, möchte sich verändern. Klar, deswegen liegt halt auch hier die Entscheidung sozusagen, weil hier auch ein Wunsch nach Neubeginn ist. Aber dann muss man halt von einem Gefühl der Verantwortung und des Pflichtbewusstseins oder Pflichtgefühl loslassen können, ne? Ja, seine Stärken. Wie kann es anders sein? Was wir übrigens bei dir bei den Schwächen hatten, haben wir jetzt hier bei den Stärken. Auf seine Eigenschaft oder auf sein Sein haben wir dann auch noch die Sonne. Also besser kann es nicht sein. Dieser Mensch ist schlechthin für dich das Nonplusultra. Wow, dein Traummann, dein Traumtyp, da passt einfach alles in Bezug auf dich, ne? Übrigens umgekehrt genauso. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, was wir hier für eine Karte hatten, aber du stellst für ihn ja auch derjenige dar, aber der rationalere Part, ne? Vielleicht, weil er hier in einer Beziehung bist, du womöglich nicht, ne, weil du nur Augen für ihn hast. Und das ist aber auch das, was ihn reizt, beziehungsweise das, was ihn so anzieht bei dir. Ja, und jetzt schauen wir nochmal mit den Klärungskarten, wie es weitergeht. Zwei Karten, boah, da haben wir den Reiter, die Aktivität, die Aktion, also dass der wirklich tatsächlich hier auf dich zukommt. Aber mit dem Kopfkino, ganz klar. Geht es dann aber auch wieder in den Rückzug. Leider muss man das so sagen oder so sehen, weil es halt eben auch so da liegt. Ich schaue jetzt noch mal mit einer Klärungskarte rein, wo die Sense denn tatsächlich reinhaut. In die Wolken. Es kann jetzt sein, dass die Wolken hier, beziehungsweise die Sense, die schlägt halt hier rein, weil ihm noch nicht in der Zukunft, wenn er wieder auf dich zukommt, ihm immer noch nicht wirklich bewusst wird, dass ihr hier eine Seelenverbindung habt, dass ihr eine Seelenverwandtschaft habt und er diese Entscheidung einfach treffen muss und sich hier von einem einmal entschiedenen Ziel, das halt auch mal ein Ziel halt, ja, vielleicht das falsche Ziel gewesen sein kann. So, und jetzt hier, jetzt haltet dich fest auf der untersten Seite des Decks, was bei dir die schicksalshafte Veränderung ist, ist bei ihm die Liebenden. Also im Gesamtbild kann man hier sagen, auf jeden Fall, dass es wirklich, wirklich, wirklich hier um die Liebe geht. Okay, bei dir sowieso, da habe ich ja den Herzensmenschen, die Seelenverwandtschaft und das Rad des Schicksals. Und bei ihm habe ich halt die Liebenden. Und bei den Liebenden geht es ja auch um eine Entscheidung aus Liebe. Das heißt, er fühlt sich hier sehr verantwortlich für etwas oder jemanden. Das kann alles Mögliche sein. Es kann die Arbeit sein. Es kann aber auch ein anderer Mensch sein, dem er sich versprochen hat oder weil er vielleicht einfach ein sehr fleißiger Mensch ist und eher so das Arbeiten im Kopf hat. Und dann geht es bei ihm halt hier um eine Entscheidung zu treffen, sich zu öffnen auch für die Liebe, ne? Eine Entscheidung aus Liebe zu treffen, was er vielleicht schon lange nicht mehr gemacht hat oder überhaupt noch nicht gemacht hat, weil hier halt mit den 8 der Münzen
geht es bei ihm halt darum, seinem Ziel ohne Wenn und ohne Arbeit, ohne nach rechts und ohne nach links zu schauen, nachgeht und dich da vielleicht aus dem Blickwinkel vergessen hat oder so, ne? Oder es geht halt um eine dritte Person im Bunde, wo er sich verantwortlich fühlt und deswegen auch kein, ja, vielleicht sich dir nicht wirklich zuwendet sozusagen. Und das wird auch hier in der Zukunft, auch wenn der jetzt wieder hier auf dich zukommt, weil dem geht es aktuell überhaupt nicht gut, dann muss ich dir leider auch sagen, dass auch hier nochmal die Sense einschlägt. Das heißt, dass er auch wieder dann womöglich zu überfordert ist, weil er kriegt es wahrscheinlich hier nicht auf die Kette, sich wirklich zu entscheiden, was er aber eigentlich auch wirklich möchte. Und es ist auch in seinem Kopf, deswegen auch das Kopfkino und die schlaflosen Nächte. Aber diese Wolken sozusagen werden noch eine Weile anhalten, weil er dann auch wieder zu überfordert ist und dann halt auch hier wieder einen Cut macht und in den Rückzug geht. Aber nichtsdestotrotz, Ruhephasen oder Off-Zeiten sind halt auch immer wichtig, um was zu verstehen. Und diese Off-Phase, wenn jetzt hier nochmal die Axt einschlägt bei ihm, wo er sagt, boah, nee, das wird mir too much, ich muss hier noch mal gucken, ich kann mich da noch nicht für die Liebe entscheiden, dann ist es für dich wichtig, hier nochmal bei dir zu schauen, wo sind deine Erwartungen, wo suchst du die Sicherheit bei ihm, die er dir einfach nicht geben kann, weil er noch hier mal sich für die Liebe entscheiden muss. Ne? Du schaust hier nach Sicherheit und er schaut hier zu den Liebenden. Ja, das bekommt auch so ein Bild von, er könnte jetzt hier so ein Erdzeichen sein, der alles absichert und absaved, aber für dich, boah, das Nonplusultra darstellt, weil der halt auch mit Leidenschaft arbeitet oder mit Leidenschaft an seiner Verantwortung hängt, die er hat, wenn es jetzt für eine andere Frau ist oder seinen Beruf oder was auch immer, während du halt hier total im Gefühl auch bist, ne, als Gefühlsmensch logischerweise an die Liebe glaubst, aber hier ein Problem mit materiellen und finanziellen Dingen hast. Kann jetzt so sein, muss aber nicht sein. Wenn es aber dann so ist, dann ist auch das eine Situation für dich, wo sich endlich das Rad des Schicksals weiterdrehen will, dass auch du in deinem Prozess der Vorstellungen, der Absicherungen und so weiter weiterkommst. Also im Grunde genommen, auch wenn ihr jetzt vielleicht gerade keinen Kontakt habt oder so und du jetzt vielleicht auch weißt, okay, der kommt wieder und dann könnte es sein, dass er wieder austickt und wieder in den Rückzug geht, dann seid ihr aber auch gewiss, dass es wichtig ist, dieser Rückzug oder diese Off-Phase, weil es hier für beide Seiten einfach noch Themen gibt. Aber, und ich weiß, ne, dass man nach so langen Hickhacks, ne, irgendwann mal wirklich, wirklich die Schnauze voll hat und sich denkt, nee, gebe ich mir nicht mehr, will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, keinen Bock und so weiter. Da ist immer die Frage, auf was hast du tatsächlich keinen Bock? Ne, das eine ist das Augenscheinliche, was du im Außen siehst, er kommt, geht, bla bla bla, deine Gefühle sind stark, es nervt dich und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe die Schnauze voll, dann sagst du ja aber auch im Endeffekt zu dir selber, ich habe die Schnauze voll, ich will mich nicht weiterentwickeln, ich will nicht mehr an meinen Themen arbeiten, ich habe genug gearbeitet. Kann zwar sein, dann gönnst du dir halt einfach auch mal eine Auszeit von deiner Lernaufgabe und die hat ja dann sozusagen auch mit deinem Herzensmensch zu tun, dann lass den los, lass den da, wo der Pfeffer wächst, kümmere dich um dich oder auch nicht oder mach eine Pause oder lass einfach mal alles sein, wie es ist. Das soll dir auch gegönnt sein, aber sag nicht, du hast keinen Bock mehr auf den anderen, weil das ist eine unbewusste Affirmation gegen sich selber. Ich habe keinen Bock mehr auf meine eigene Entwicklung, weil es geht in deinem Leben immer nur um dich und dein Herzensmensch, also ist sozusagen in deinem Leben, um dich weiterzuentwickeln, dich weiter zu entfalten und von gewissen Vorstellungen oder Glaubenssätzen dich zu befreien sozusagen. Und das ist definitiv hier so ein Glaubenssatz bei dir und bei ihm ist es auch ein Glaubenssatz im Endeffekt gesehen, weil er halt denkt, ein Ziel, was mal gefällt worden ist,
wo man sich irgendwann mal so fokussiert hat, dass man sich selber verloren hat. Und das sagen diese beiden Karten. Der hat sich irgendwann verloren in seiner Verantwortung, in seinem Pflichtbewusstsein und hat halt ganz vergessen, auf sein Gefühl zu hören, auf die Liebe zu hören, im Prinzip auf dich zu hören. Weil man könnte es jetzt auch so sehen, das ist zwar nicht die Herzensdame, es könnte aber auch so sehen, weil es bei seinen Stärken liegt, dass du für ihn halt einfach das Licht bist, die Wärme, die Geborgenheit, das Nonplusultra, die Traumfrau und so weiter. Und das ist seine Stärke und die hat ihn vielleicht sogar dazu ermutigt, immer an seinem Ziel beharrlicher weiterzuarbeiten, weil er dich und sich absichern möchte oder, was vielleicht auch der Grund ist, warum du an ihm so hängst, weil du das einerseits zu schätzen weißt und einerseits auch fühlst, dass er das im Prinzip alles für euch macht, aber die Gefühle bleiben halt nun mal auf der Strecke. Und bei dir haben wir ja noch hier das Gefühl von Verlustangst gehabt. Das heißt, es gibt für dich in dieser Hinsicht einfach noch was zu tun. So, also, nichtsdestotrotz, egal wie eure Situation vielleicht gerade ist, es gibt, es geht um eine Seelenpartnerschaft, es geht um die wahre, um die ehrliche Liebe, aber jeder hat für sich halt noch Teile abzuarbeiten, okay? Bei dir geht es positiv weiter, du bekommst den Blitzschlag, er kommt auf dich zu. Und ne, dann kommt ihr euch auch wieder ein bisschen näher und holt euch sozusagen auch wieder Energien. Das ist auch übrigens so eine Karte, ne? Dass er vielleicht jetzt hier ein bisschen schwächelt, weil bei euch vielleicht gerade so eine Off-Situation ist oder so. Und dann pumpt er sich wieder auf, pusht er sich wieder auf, ihr kommt euch näher, er bekommt wieder Energie, du hast ihm wieder Energie gesehen. Wir können ja schließlich alles auch von der negativen Seite sehen, so ist es nicht. Und dann geht der wieder in den Rückzug sozusagen, ne? Weil ihm halt dann wieder diese Verantwortung und Pflicht. Aber wichtig ist, dass du für dich weißt, dass du hier ein Verlustangstthema hast, dass du diese Sicherheit nicht im Außen brauchst und auch nicht von ihm brauchst und von ihm auch gar nicht bekommen kannst, weil er hier mit seinem eigenen Ziel beschäftigt ist oder seiner Verantwortung oder seinem Pflichtgefühl, keine Ahnung was. Aber diese Zeiten, ne? Sind ja auch für dich und deiner Entwicklung gut und wichtig und ja, sowohl bei ihm als auch bei dir. In diesem Sinne trotzdem ein schönes, schönes, schönes Orakel, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir wichtige Impulse geben, weiterhelfen, wie auch immer. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag bei uns. Scheint schon wieder die Sonne, der Himmel ist blau. Meine Welpen gerade mal kurz ruhig und dann geht es auch wieder weiter. Ne? Die müssen jetzt lernen, die sind in der Prägephase. Und deswegen habe ich auch gerade ganz, 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 ganz wenig beziehungsweise gar keine Zeit, eure Nachrichten wirklich zu beantworten. Aber ich werde es natürlich auf jeden Fall tun, sobald Ruhe einkehrt. Im Moment habe ich einfach Stress von mehreren Seiten und komme einfach nicht dazu. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich werde trotzdem mich bei jedem von euch melden. Ich bedanke mich für euer Sein. Ich freue mich aufs nächste Video, um ein bisschen energetisch bei euch zu sein oder mich so zu fühlen. Bis zum nächsten Video. Deine Sandra. Ciao.